Der Markt kriegt den Hals nicht voll. Er geht einfach nach oben. Der DAX steht aktuell bei 10.800 und schon darüber. Hat ein bisschen wieder nachgelassen, nachdem wir die 900er-Marke, wir sehen das hier im 15-Minuten-Chart, schon angekratzt haben. Also, es sieht doch gar nicht so übel aus. Tatsächlich hat sich das Bild eigentlich als nicht so nachteilig herausgestellt. Denn auch wenn der DAX beispielsweise so ein bisschen den Schub verloren hat, dadurch, dass er jetzt weiter nach oben geht, ein neues Hoch ausgebaut hat, das ist noch nicht das alles Entscheidende, aber haben wir zumindest mal bessere Chancen, dass der Markt weiter nach oben geht. Warum ist das nicht das alles Entscheidende? Denn Amerika ist in dem Fall noch das spannendere Bild. Nicht nur, weil wir häufig sowieso sagen, die Mutter aller Indizes liegt in Amerika und das ist der Dow Jones, sondern auch hier haben wir eine neue Hochsituation und die wiederum zeigt uns den Verlauf so ein bisschen nochmal mit anderen Augen. Wir haben hier eine erste Aufwärts-, eine Abwärtsbewegung, anschließend nochmal eine, die hinten ein bisschen ausgelaufen ist, dann einen Rücksetzer und da hatten wir ja schon mal im Auge, solange die nicht überschneiden, ist die Welt eigentlich noch in Ordnung. Und spätestens jetzt, wo wir ein neues Hoch haben, können wir sagen, ha, vorläufig haben wir nicht überschnitten. Das sieht gut aus und tatsächlich, wenn ich alles nochmal so zusammenfasse, ein bisschen vereinfacht gezeichnet, mutet das Ganze doch so an, wie wir das ganz häufig haben, nämlich fünffällig ohne Überschneidung und wir wissen, das neigt dazu, impulsiv genannt zu werden. Wenn das ein Impuls tatsächlich ist und vieles spricht zumindest mal dafür als eine sehr realistische Möglichkeit, dann müsste eigentlich nach so einem Impuls nochmal einer kommen. Das heißt, es gibt ein Päuschen. Und anschließend geht es dann mit dem nächsten. Ich male den mal einfach als Linie nochmal in die gleiche Richtung. Die ging nach oben. Ja, dann wird das hier hinten wohl auch nach oben gehen. Dafür würde extrem viel sprechen. Aber wir hatten das Thema Päuschen. Und in der Tat ist das nicht ganz unkritisch. Das muss jetzt nicht exakt so laufen. Also bitte nicht diese Marke jetzt ablesen hier bei 25.000, dass es exakt da dreht. Aber nachdem der Markt so weit gelaufen ist, müssen wir damit rechnen, dass früher oder später ab sofort, vielleicht ein bisschen später, vielleicht noch ein bisschen später ein Ende ist und danach der Kurs runterkommt. Und daraus können wir zwei Sachen dann ableiten, nämlich erstens mal können wir günstiger einkaufen für all diejenigen, die es bisher verpasst haben und gesagt haben, ja super, jetzt warte ich extra aus Sorge, dass es vielleicht nicht nach oben geht, sondern vielleicht doch nochmal nach unten. Das scheint sich im Moment aber zu bestätigen, die Aufwärtsrichtung. Die Angebotswochen kommen noch, keine Sorge. Die stehen eigentlich noch bevor. Ja, Rücksetzer, insbesondere wenn sie, und das ist ebenfalls wichtig, klar korrektiv aussehen. Also genau das wieder mit den Überschneidungen hier. Also die Hochs und Tiefs, dass die sich überschneiden. Das wären alles so Indizien. So, wie geht das Ganze in das kurzfristige Bild? Eigentlich perfekt, wenn wir hier im Stundenchart mal gucken. Dieser hintere, also von hier aus gesehen, das ist im Prinzip nichts anderes als möglicherweise ein Fünffäller. So sieht es zumindest mal aus. Das heißt, auch hier stehen wir gerade vor der Überlegung, vielleicht gerade eine Korrektur zu sehen. Und der entschlossene, Kurzentschlossene hat die Möglichkeit, hier ebenfalls dann nochmal long zu gehen. Aktuell sind wir aber wohl noch in einem relativ steilen Teil. Deshalb auch für die ganz, ganz Kurzfristigen unter uns alleine so könnte eine Korrektur aussehen. Es muss also nicht hinher, hinher, hinher sein. Es kann auch, dass es einfach nur so aussieht. Und das, was ich hier gezeichnet habe, würde diesem hier entsprechen und würde abermals eben Trigger für die Long-Seite, aber vielleicht vorher nochmal auf der Short-Seite. Das heißt, hier kann der sehr Aktive nochmal den Shorty mitnehmen und später versuchen, auf die Long-Seite nochmal mit aufzuspringen. Wir sehen also das Bild generell durchaus stark nach oben, trotz alledem, da beißt die Maus keinen Faden ab, an einem möglichen vorläufigen Ende. Vorläufig ist die Betonung, das heißt, ein Rücksetzer wäre mehr als natürlich, würde uns neue Möglichkeiten geben, wieder reinzugehen. Schickerweise, wie ich gezeigt habe, vom 5-Minuten-Chart, Stunden-Chart, 4-Stunden-Chart in allen möglichen Zeitebenen. Das heißt, für jeden ist was mit dabei. In diesem Sinne hoffe ich, dass das ein bisschen Anregung ist, das große Bild vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Auf der anderen Seite ein paar Ideen zu haben, mit was man heute noch mal rechnen kann. Generell gesprochen kann man sich merken, starke Richtung in die eine, schwache in die andere ist eine Hilfe. Das gibt es auf kleinen Ebenen, das gibt es auf großen Ebenen. Das ist immer wieder der Fall und Möglichkeiten gibt es, letzte Zwischenhoch als Trigger zu benutzen. Und wie gesagt, im ganz Kleinen wie im Großen ist das grundsätzlich nichts anderes. In diesem Sinne, für heute erstmal alles Gute, bis zum nächsten Mal.